Ein wunderschön zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ja, Level 30. Okay. Nice. Ich weiß gar nicht mehr. Muss mal ganz kurz gucken, was haben wir hier eigentlich? LKW 28 mittlerweile, wow. Nee, halt, Garage Manager. Da. So. Wir haben. Okay. Ach ja, genau, wir wollten uns noch eine Garage kaufen. Oder wollten wir die erweitern? Ne, die dürfte unsere, genau, das ist unsere Heimatgarage. Da haben wir jetzt die drei Auflieger reingestellt. Warum haben wir die anderen beiden nicht reingestellt? Warte mal kurz. Auflieger Manager. Was war mit den beiden? Achso, ich glaube, weil die zu lang waren, ne? Ja. Ja, genau. Ja, die waren zu lang. Alles grau. Okay, das heißt, die Frage ist, ich würde gerne mal wieder mit dem Auflieger hier fahren. Oder wir fahren mal wieder mit unserem, hat so eine Mikroauflieger, mit denen sind wir auch schon eine Weile nicht mehr gefahren. Ein bisschen. Oh, mal schauen. Mal schauen, wo wir überhaupt sind. Frachtmarkt. Dynamit, nur Dynamit. Dort ist ja traurig. Ab nach unten Richtung Texas. Kann man ja mal machen. So. Das sieht doch noch einen schönen Auftrag aus. €200.000. Wo sind wir gerade? Wir sind ganz weit weg von unserer Heimatgarage. Wartet mal kurz, wartet kurz. Erstmal gucken, wie unsere Sets überhaupt sind. Ich glaube, wir müssen ausgeschlafen sein und getankt haben. Normalerweise mache ich das zumindest immer. So, von daher. Unser wunderschöner Auflieger. Tja. Das heißt, wir fahren dann mal nach Seattle. Schnellreise. Ja. Oh, stopp, muss mal doch den anderen Auflieger. Den Flachbett-Auflieger. Und dann machen wir wieder schön einen mit 50 Wheels of Steel. So. Aufliegermanager und einmal zurückschicken. Und einmal jetzt nutzen. Bam. Sehr geil.
Guckt euch den Auflieger an. Ich finde es blöd, dass die Kamera immer so nachzieht. Naja, egal. Sehr nice. So, was haben wir denn hier für Aufträge? Frachtmarkt. Aber schon ein bisschen mehr. 300.000, Alter, what the fuck? Oh, das sieht doch noch ein schöner Auftrag aus. Ich glaub, den nehmen wir. Problem ist, der scheint da ein bisschen sehr weit weg zu sein. Ah, da reicht das Helfenster leider nicht aus. Verdammt. Wäre ein so schöner Auftrag. Warte mal kurz. Wo war das jetzt? Auftrag. Das war von Butt. Oder Salmon. Mal gucken, wo wir hin können. Nach Butt können wir noch. Salmon kennen wir gar nicht. 1000 Euro. Bin ich mal gespannt, ob wir den Auftrag schaffen. Warum die Zeit her? Aber bestimmt nicht. 28, also eine halbe Stunde schon echt. Echt knackiges Zeitfenster. Brauche alleine eine halbe Stunde, um da rauszukommen. Ah, müssen wir mal ein bisschen aufs Gas treten. Musik. So. Ne, alle nicht so gut befahrbar aus hier. Hier ist schon wieder so viel Kurven. Wird ich angezeigt. Ich glaube, komm mal, kann man das halt schaffen. Ich kann mal gucken, mal kurz. Ach, mal. 4 Minuten schon? Ist ja schon eine Stunde vergangen. Hä, wie geht denn das? Ach, so kacke. Ach, schade. Wäre auch zu viel gewesen, der Auftrag. Der walzt so schön hier durch die neuen Gebiete, ne? Aber... Oder wir nehmen den. Dann gehst du lang. Also das gleiche nur andersrum. Ja, nehmen wir den. So, das heißt, dann müssen wir jetzt einmal nach da oben. Wo war das? Doch, war da oben, ne? Port Angels. Ach, schon wieder.
Ja. Scheinbar scheint es bei der Schnellreise doch immer ein bisschen Zeit zu vergehen. Wir können hier mit dem schon 28 Minuten vergangen sein. Also so schnell. Ich bitte euch. Also wäre doch sehr abstrakt. Ich brauche es jetzt schon wieder diesen langen Auflieger genommen zu haben. Schöne Gegend hier. Warum sind da zwei Ampeln? Digga, ist nur eine Fahrspur. So, Frachtmarkt. Oha, hier sieht der sehr eng aus. So. Drive safe. Ah. Aber wir haben Cash bekommen in der Zeit, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir überhaupt sammeln. Wir wollen unsere Fahndegarage aufrüsten. Das kostet 100. Und LKW. Da haben wir wahrscheinlich wieder Peterbilt, ne? Online kaufen machen wir da. Ja, genau, hier fehlen noch. Ja, aber nur die beiden Farben bisher. Ja, 160.000, okay, das heißt, wir brauchen noch 40.000. Also 41. Na, auf jeden Fall knapp. Ungefähr 50.000 auf jeden Fall. So, schon besser. Habe wieder meine Kopfhörer eingestellt. Ach, die Stelle ist schon wieder. Straight on.
Ey, was ist dem los? Warum fährt er auf die linke Spur, um nach rechts abzubiegen? Hä? Ach nee, der wollte ausweichen, damit er besser nach links hin kann. Ach, schon wieder rot. Warum ist das Polizei? Was ist da los? Haben wir nach Köln? Achso, Unfall. Ja, da vorne wird es eher einspurig. So wie es aussieht.
manchmal muss man auch einfach hart durchgreifen. Und ein bisschen Road Rage hat doch niemandem geschadet. Dann soll es auch mit der Folge gewesen sein an dieser Stelle und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Denn dann wieder.